So, auf ein neues. Die erste Aufnahme habt ihr gar nicht gesehen und die zweite Aufnahme wird auch schon gestört. Hallo Kuh, einen schönen guten Tag wünsche ich dir. Tschüss, danke, war nett mit dir. So, also nochmal. Herzlich willkommen zu... Im Haus sitzt auch eine Kuh. Na gut, zu meinem Test. Mein Test Version 5.0.0.0.0.0. Ihr kennt das. Ich habe ein bisschen meine Mods geupdatet und meine Mods ein bisschen erweitert. Und ihr seht unten den Timer, der sieht auch anders aus jetzt. Den kann man übrigens inzwischen wunderbar konfigurieren. Ich habe da mal was vorbereitet. Diesmal funktioniert es sogar. Es war ein kleiner Bug noch drin. Und zwar, jetzt kann man hier den Timer wunderbar konfigurieren über schön hier mit Formspecs und hast du nicht gesehen. Und man kann hier Variablen benutzen. Aktueller Wert ist übrigens zum Aufrufen des Formspecs. Ja, mit Enter bestätigt man das Ganze. Aktualisiert sich das einfach einmal alles mit Standard. Setzt man es auf Standard zurück, ist jetzt noch Quatsch, weil ist jetzt Standard. Hauptmenü ist klar, verlassen ist klar. Die beiden Buttons schreiben auch den veränderten Wert. Kleinen Moment. Also, wie gesagt, den Wert ja, kann man übertragen hier dann und schön. Und man kann hier schön bauen, machen und tun. Und das machen wir jetzt auch ganz kurz mal, weil der Standardwert, der stört mich so ein kleines bisschen. Das war für die Realzeit. Da machen wir wie damals. Was haben wir denn heute? Tagname. Guck mal hier, Tagname ist ganz einfach. Den Name. Und wenn man dann das aktualisiert, zeigt da unten, kann man das sehen? Ja, zeigt da unten dann auch gleich den jeweiligen Tag an. Sonntag. So, Monat. Ja, Monat, Tag ist dann eben ganz einfach. Ja, haben wir denn hier, Tag wollen wir nehmen, machen wir Day. So, Tag. Ja, brauchen wir gleich auch. Monat ist jetzt hier da. Monatsname, also M-Name. So. M-Name. Und das Jahr. Year. Hier, Sonntag, 24 März. Machen wir eine Uhrzeit noch mit dazu. Wir machen eine Uhrzeit dazu mit Minuten und also hier oben 24 Stunden, Minuten, Sekunden. Hier ganz einfach 2, 4. Doppelpunkt Min. Hier unten würde natürlich auch gehen, würde aber immer hier mit Sekunden und das nervt so ein bisschen. Ja, zack. Ja, noch nicht ganz, ne? Guck mal, wir tun das hier mal nach hinten. Und schreiben da Uhr dahinter. Sonntag, 24. März 2019, 9 Uhr. Stimmt noch nicht ganz, müssen wir gleich anpassen. Wir haben ja schon 10. Gehen wir zurück. Zeitzonenunterschied. Sagt er hier, Serverzeit jene und lokale Zeit jene, weil ohne irgendwie Zeitzonengeraffel mit drin, das kann man sich dann selber irgendwie hinzuschreiben. Das heißt, wir fügen einfach eine Stunde hinzu. Na, Moment, wir müssen natürlich nicht über den Nummernblock gehen, das geht ja nicht. So, und schon haben wir die richtige Uhrzeit. So, 10:01, stimmt. So, Spielzeit ist die Ingame-Zeit, die kann man natürlich auch anpassen. Die ist aber eigentlich soweit okay. Machen wir Uhr mit dran, hängen vielleicht noch. So, zack. Hauptmenü. Sitzung Startzeit, die sollten wir mal gucken, dass wir die vielleicht genauso anpassen wie die wie das aktuelle Datum. Oh, hier, Realzeit. Copy. Hauptmenü, Sitzung Startzeit. Paste. Enter, zack, ist gesetzt. So, Hauptmenü. Sitzungsdauer, passt, ne? Wir können vielleicht nochmal irgendwann dann mal, wenn man einen Marathon macht, könnte man das ergänzen um noch Tage, aber wir wollen es mal nicht übertreiben. Das funktioniert übrigens inzwischen alles wunderbar, das heißt, der Timer, der bricht nicht mehr nach 24 Stunden hier einfach komplett zusammen, sondern
fügt jetzt auch dann eben Tage hinzu, wenn man sich hier oben mit einträgt, sonst zählt er hier natürlich ganz normal weiter. So, Farbe. Farbe passt eigentlich weiß, ne? Vorne ist vielleicht so ein bisschen... Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vielleicht minimal dunkler, aber auch nur minimal. So. Ausrichtung, ja, man könnte den Timer hier auch an die Seite schieben oder hier oben hinschieben oder hier hinschieben oder hier hinschieben. Sieht natürlich so ein bisschen komisch aus, weil der das hier nicht ausrichtet, das funktioniert irgendwie nicht. Oder in die Mitte, ist natürlich jetzt hinterm vom Speck versteckt, aber wäre dann hier. Aber wir tun ihn wieder hier unten hin. So, Hauptmenü. Dann Sichtbarkeit. Man könnte ihn natürlich einfach ausschalten, wenn man ihn nicht braucht. Also, in dem Fall wollen wir ihn natürlich haben. Das Timer-Format, das wollen wir nochmal eben ganz kurz anpassen, dass wir hier die Spielzeit mal rausnehmen, weil die interessiert eigentlich doch sowieso keinen, wenn wir ehrlich sind. So, aktuelles Datum, Sitzungsstart. Dann haben wir... Entschuldigung. Dann haben wir die Sitzungsdauer. Na, auch hier wieder einfach nur Variablen. Hier dann eben einmal auf Anwenden. Das Ganze wird zusammengeruckt und dann passt es, ne? Dann ist es gut. Aktuelles Datum, Sitzungsstart. Da haben wir gleich so einen Überblick. Wann haben wir angefangen? Wann haben wir jetzt aktuell das Uhrzeit? Das Uhrzeit. So, und das Sitzungsdauer. So, 7 Minuten haben wir jetzt verquasselt hier mit dem Scheiß. So. Das war das, das war der Timer, den haben wir jetzt mal wieder schön ansortiert und die Mod ist natürlich auch öffentlich verfügbar, könnt ihr euch runterladen für die aktuellste Version, das funktioniert wunderbar. Jetzt, wo ich es gefixt habe, wohlgemerkt. Dann, also es läuft so ein kleines bisschen besser, aber viele Sachen verschwinden halt manchmal einfach und müssen neu geladen werden, aber man sieht hier zumindest das schöne Bergmassiv. Dann habe ich Mods hinzugefügt und ein bisschen angepasst, was man jetzt noch nicht sieht. Oben irgendwo haben wir dann auch schwebende Inseln, da muss man dann irgendwie sich hochklettern und dann geht das dann schon. Dann na, ist dank 5.0.0 kriegt der Admin nicht mehr automatisch alle Berechtigungen, die es irgendwie auf der Welt gibt. Gut. 50 Frames? Wieso habe ich denn so wenig Frames? Was ist denn hier wieder los? Naja. Gut, einige Sachen gehen halt trotzdem noch. Ja. Wisst ihr Bescheid? So, starten ist natürlich jetzt wesentlich einfacher. Und wir können hier wesentlich einfacher spielen. Ich habe eine Vermutung, woran es liegt, wenn man hier genau hinguckt. Der Boden. Achtet mal hier auf diese kleine helle Ecke. Die ist hier anders. Da ist sie wieder. Die ist hier anders. Ist hier. Also es dreht sich alles so ein bisschen automatisch, aber ich glaube, ich mache das wieder aus, weil sieht zwar besser aus als im Original, aber die Performance, ich glaube, das zieht das so ein kleines bisschen runter, habe ich das Gefühl. Also es läuft nicht so. Na, guckst du hier, ne? 50. Also es läuft nicht so ganz rund. Das müssen wir nochmal anpassen. Das nehme ich wahrscheinlich dann wieder raus mit dem nächsten, mit der nächsten Session. So, dann haben wir hier kaputte Treppen. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Die könnte man natürlich reparieren. Dazu brauchen wir so ein bisschen Zeug. Wir haben jetzt übrigens hier alles schön mit schön gemacht. Och, Kuh, raus hier. Hatte ich die Schilder schon gezeigt? Die neuen, besseren? Ich glaube, die hatte ich schon gezeigt, oder? Na, auf jeden Fall, jetzt hast du sie gesehen. Das Ding brauchen wir nämlich jetzt. Eine Werkstätte. Mit dieser Werkstätte können wir dann nämlich ganz wunderbare Dinge anstellen. Haben wir Junglewood und haben wir Applewood. Gucken wir mal. Applewood haben wir. Jungle Wood haben wir natürlich nicht, das heißt, wir müssten eigentlich mal. Ja, das Let's Play fängt genauso gut an, wie das letzte aufgehört. Ich suche in Kisten und wir müssen Holz holen. Das machen wir aber einfach mal. Wir müssen da hier irgendwo.
zufälligerweise weiß ich aus ganz verlässlicher Quelle, dass da hinten hinter diesem Berg die Möglichkeit besteht, Junglewood zu holen. Woher ich das weiß, keine Ahnung. Aber ist so. Da laufen wir jetzt auch ganz entspannt mal hin. Wir haben ja Sonntagmorgen. Alles schön, alles wunderbar. Lalalala. Moment mal. Doch, funktioniert. Ich hatte ganz kurz Sorgen gehabt, dass das eventuell nicht funktionieren könnte. Hier, das müssen wir gleich mal alles heile machen. Hier auch. Wir wollten ja eigentlich eh sowieso hier irgendwie runter, ne? Mit Slabs und so. Müssen wir mal schauen. Wir gehen jetzt erstmal da hinten hin und... Kommen wir da eigentlich irgendwo überhaupt hoch? Nein, ne? Wir kommen doch hier hinten nur... Egal, wir laufen jetzt erstmal rüber. Na, hier, Schnellmodus. Alles aus, wie es aus sein soll. Ohne großen Aufwand da irgendwie nochmal einen Server zu starten und sich dann damit zu verbinden. Also das läuft jetzt direkt. Ob es jetzt deswegen besser oder schlechter läuft, vielleicht ist das ja auch der Grund. Was haben wir denn hier? Das ist... Naja. Ist das neu? Cucumber? Nee. Sah nur so aus. Bin so ein bisschen irritiert. So, hier geht's auch irgendwie... Oh, guck mal, hier geht's auch nochmal runter in der Höhle. Mhm. Wir erkunden jetzt einfach mal so ein bisschen, was hier noch so alles ist. Weil so viel sind wir ja noch gar nicht rumgelaufen. Ich glaube, da kommen wir ganz gut hoch, oder? Ja. Kommen wir da hoch? Da kommen wir sogar besser. Ja, wir gehen hier hoch. Aber bisher waren wir ja eigentlich immer nur hier bei unserem Häuschen und haben hier das an dem Häuschen rumgebaut. Das ist natürlich dann auf Dauer... Nee, so ein bisschen langweilig. Dann gehen wir mal ganz langweilig so ein bisschen erkunden. Da. Komm hoch, so. Das hier hoch, ja, toll. Hier hoch. Lass mich hier hoch, Junge! So. Da kommen wir eh nicht hoch, das heißt, wir müssen hier mal ganz kurz. So, Treppe. Na super. Kommt man hier durch? Nein, hier kann man nicht durch. Ne? Hier ist nur Eingang zu einer Höhle. Kann natürlich auch eine kleine Höhlentour machen. Ist ja nicht so ergiebig gewesen, ne? Gut, dann gucken wir mal, wie wir hier rumkommen. Da hinten kommen wir vielleicht irgendwie hoch. Na, guck mal, da ist doch eine Lücke, das sehe ich doch ganz deutlich. Da kommen wir doch hier bestimmt irgendwie. Wir gucken mal. Ich will natürlich jetzt die Natur nicht hier unnötig verschandeln. Na. So. Das lief vorher auch irgendwie besser. Naja, gut. So. Gucken wir doch mal, ob sich meine Quelle nicht vielleicht doch getäuscht hat. Da hinten. Ups. Mal gucken, dass wir hier irgendwie oben bleiben. Ich glaube, das ist einfacher, als da jetzt irgendwie unten längs zu laufen. Oder auch nicht. Man wird es sehen, was passiert. Doch, hier müsste man eigentlich längs kommen. Deswegen ruckelt das hier wahrscheinlich auch so, ne? Guck mal, hier nur 30 Frames. Meine Güte, ey. Das ist ja wie früher. Aber da kriegen wir zumindest ein bisschen Jungle Wood. Mit dem Jungle Wood. Oh, hier geht's auch runter. Ah, so gut. Mit dem Jungle Wood, da können wir dann ein bisschen bauen. Gucken wir doch mal, wie viel davon tatsächlich mitnehmen. Vielleicht machen wir die Axt leer oder so. Schauen wir mal. So.
Ja, lass dann noch mal hier auf dem Boden weiterlaufen. So, einfach mal mitnehmen. Kann man dann hier wieder hinsetzen. So. Ja, wären wir doch mal oben links gegangen. Da hinten ist Jungle. Ich sehe ganz deutlich. Und Kakaobohnen sind da auch. Wollen wir den hier mit Kakaobohnen mitnehmen? Können wir uns die vielleicht auch nochmal irgendwo anpflanzen? Da leuchtet sie hell orange. So. Upa, komm! Na. So. Was ist der hier, ja, ne? Lalalala. Wir nehmen den mal so ein bisschen mit hier als Stütze. So. So. Und so. So, hier ist Baum, hier ist Baum, da ist Baum, hier ist Kakao. Ist auch Kakao, oder? Kakao. So, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Ja gut, den habe ich schon mal gebracht. So, die Bäume lösen sich auch auf. Das ist gut. So, hier, zack. Zack. Ja, hier unten ist eh irgendwie alles eins. Also von daher passt das hier unten schon. Oh, nehmen wir hier nochmal ein bisschen mit. Hier nochmal ein bisschen. So, so, so. Haben wir jetzt einen Setzling? Wir haben nur einen Setzling. Ja gut, dann bleibt das hier so, wie es ist. So. Ja, hier wäre noch so ein Gummibaum. Gehen wir mal wieder nach Hause. Was soll's? So, dann... Apple Tree... Jungle Tree... So. So. Und Bergbau. Bergbau? Bergbau. So. Tada, eine Werkstätte. So, Häppchen essen. Den brauchen wir nicht mehr hier. Der kommt dann hier wieder zu dem Holz mit rein. Das kommt hier rein. Das kommt. Ach komm, alles rein. So, Ökokram. Das, das. Das, das. Setzling tue ich da auch erstmal rein. Den brauchen wir bestimmt irgendwann nochmal. Gut, dann wird es schon wieder Nacht. Gut, es wird wieder Nacht. Die Werkstätte. Die setzen wir mal hier daneben, würde ich sagen, oder? Vielleicht auch hier hin. Setzen wir sie hier hin. So, die Werkstätte ist letztendlich das Interface für meine Möbelmod. Ja, wenn man jetzt hier klickt, tut sich irgendwie noch gar nichts, weil hier oben fehlt noch ein bisschen was. Ich weiß ja schon, dass wir hier seltsamerweise weiches Zeug brauchen. Registriert er dann auch, steht oben dann in der Ecke da, da, da. Da. Na? Seltsamerweise weiches Zeug. Seltsamerweise weiches Zeug ist alles, was irgendwie aus Sand und Gravel hergestellt wird, was eigentlich normalerweise nicht aus Sand und Gravel hergestellt werden würde. Wir haben sogar ein bisschen Gravel. Und Gravel brauchen wir ja auch, weil wir die Treppen ja bauen wollen. Damit wir die dann mal ersetzen können. Und dann müsste das dann passen. So, das heißt, er packt das Ding da einfach rein und dann zeigt er hier an, ah, guck mal hier, wunderbar, kann man alles mitmachen. Die Mod ist so ausgelegt, dass man pro Teil, was man sich rausnehmen möchte, ein Node als Eingabe hat. Zusätzlich kann man auch, ich nehme einfach beispielsweise mal einen mit. Na komm. Ja. Ja, wie gesagt, der Tisch, habe ich ja gesagt, der wird geopfert werden. Der Tisch hier bleibt, so. Ja, man kann einfach mehr reintun und
wenn Dschungelwood jetzt irgendein seltsamer Weise weißes Zeug ist, was es nicht ist, ne, dann wird er hier das dann weiter anzeigen, weil hier sagt Stühle. Zeigt er natürlich an, weil es gibt einen Stuhl aus Dschungelwood. Bänke ganz genauso. Sofas, da gibt es dann die Unterseiten und ist natürlich jetzt, wenn hier noch Wolle drin wäre, dann würde er auch die Polster mit anzeigen. Also hier kann man einfach mehrere Sachen reintun und da zeigt einem alles an, was es da dann irgendwie gibt von. In dem Fall wollen wir ja seltsamerweise weiches Zeug. Eine? Nö. Nehmen wir ein paar mehr mit. Wir werden eh ganz viele davon brauchen, das heißt, wir machen einfach mal den kompletten Dinger irgendwie. Zack. Und dann ist es weg, weil gibt's nicht mehr. So, das Beispiel-Ding, das tun wir wieder rein und dann gehen wir mal hin und tauschen mal die Treppen, die kaputten Unknown Notes gegen ja, neue, schicke neue Treppen aus. Ganz einfach, die ID hat sich geändert und von daher ist die dann natürlich hin. Wir können ja mal gucken hier. Da, Two Steps Default Gravel und die heißt dann einfach nur noch Default Gravel. Zack. Zack, zack, zack. Funktioniert ganz genauso. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ist einfach nur eine andere ID. Guck, und schon haben wir es repariert. Da gehen wir jetzt einfach einmal kurz außen rum. Und dann haben wir die Treppen wahrscheinlich sowieso schon wieder aufgebraucht, weil das viel zu wenig Treppen waren. Ja, machen wir den auch gleich hier, dann hat sich das erledigt. Dann sind wir nämlich zumindest einmal außenrum fertig. Da hinten, das wird uns jetzt wahrscheinlich mit den Treppen den Rest geben. Die Zwischenräume gucken wir dann gleich mal, wie wir das machen. Die machen wir dann auch noch wieder ordentlich. Gummier, zack, 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 zack. Na. Zack, 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 zack. Und das Ganze hier auch nochmal. Zack, 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 zack. Dab, dab, dab. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Ja, hier wollten wir irgendwie bis zum Rand und so eine kleine Aussichtsplattform machen, oder? So. Gucken wir mal. Wir gehen das ein bisschen strukturiert an, dass wir auch nichts vergessen. So, hier die... wo fangen wir denn mal an? Das machen wir hier noch wieder schön. So. Und dann machen wir hier noch wieder schön... Oh, das ruckelt aber schon extrem, ne? Ich weiß noch nicht, woran das liegt oder ob das an was anderem liegt. Es ruckelt auf jeden Fall. Naja, 50 Frames. So. Gut, dann gehen wir jetzt mal alle an, die von dieser Ebene runtergehen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 1, 2. Ups, da sind die Treppen weg. Das heißt, wir brauchen unseren schönen Hammer. Und mit diesem schönen Hammer können wir nochmal ein paar... Kann man die nicht irgendwie wegschmeißen? Naja. Mit diesem Hammer machen wir ein bisschen Kobbel. Ich denke mal, 100 Treppen müssten eigentlich reichen. Ich glaube, so viel werden wir mit dem Hammer eh nicht bekommen. Wir setzen einfach erstmal ein bisschen was. So viele Treppen werden wir nicht benötigen.
Aber dann haben wir zumindest wieder ein bisschen was, mit dem wir arbeiten können. Vor allem werden wir so viele mit dem Hammer wahrscheinlich gar nicht rausbekommen. So. Hier. Oh, da habe ich zweimal geklickt. Das war natürlich doof. So. Haben wir jetzt einmal Sand. Ist auch nicht schlecht. So. Schaufel. Und dann holen wir hier mal ein bisschen was ab. Und dann holen wir hier ein bisschen was ab. Und dann holen wir hier ein bisschen was ab. Und dann machen wir hier nochmal. So. Zack. Ah. Mal hängen geblieben irgendwo. Gut. Haben wir doch ein bisschen was rausbekommen aus dem Hammer. Das ist ja auch schön. Gut, dann machen wir weiter. Zack. Guck mal hier, eigentlich. Nee. Ist natürlich nicht für Massenanfertigung gedacht. Gut. Müssen wir, glaube ich, auch nicht so oft machen, aber jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein paar Treppen, mit denen wir dann den Rest ja auch noch eben kurz fertig machen können. Und dann sollte das dann auch erledigt sein. Ich wollte ja nur mal schnell kurz aufnehmen, weil ich jetzt schon länger nicht mehr aufgenommen habe. Weil das ja so wunderbar klappt mit der Aufnahmesession. Ja, cool, ich habe jetzt bis Mitte Februar Zeit. Ja, Arschling. ja, wie immer kann ich nur sagen, ich sollte mehr aufnehmen und werde mal gucken, ob ich zukünftig mehr aufnehme. In der Realität wird das wahrscheinlich genauso laufen wie die letzten Male auch. Ich werde einfach ja, dann Pause machen. Ne? Hab ja sowieso gesagt, ich mache mir da keinen Stress, was das angeht. Entweder kommt was oder es kommt nichts. Wenn nichts kommt, dann, ups, dann kommt nichts. Wenn was kommt, kommt was. Und dann sind wir alle glücklich. Ich habe hier übrigens einen Kakao noch. Ne? Prost. Und ein paar Salzstangen habe ich auch. Aus Gründen. Knusper. Soll ja helfen. Hier auch noch. Ja. So. Jetzt haben wir die alle. Die haben wir alle. Sind wir durch, oder? Ich glaube, hier hinten war noch was. Da war noch was. Klopf. Ja. Klopf. Dann war hier durch. Ja, damit hätten wir das dann soweit schon mal. Ja, wieder schön. Die ungenutzten Felder kann man wieder vernünftig betreten. Gucken wir mal eben hier hinten. Ob hier nicht auch noch irgendwo was war. Da war doch noch was, ich sehe das doch. Zack. Ja, und hier könnte natürlich dann irgendwann das Ganze mal weitergehen. So, wollt ihr doch eben noch mal eine Sache ganz kurz nachgucken? Ja, sie sehen immer noch so zerhackstückelt aus. Ja.
Ich dachte, ich hätte das gefixt. Naja, schauen wir mal. Da muss ich nochmal gucken. Aber erstmal passt das, glaube ich, soweit. Wir haben viel geschafft. Wir sind einmal rumgelaufen und wir sind einmal... ja, wir haben einmal was gecraftet und ich habe eine Mod gezeigt. Wow, wow, halbe Stunde, nichts erreicht. Ist das nicht hübsch? Schöner Anblick, nicht wahr? Mehr oder weniger. Das Haus müsste natürlich nochmal erweitert werden. Da habe ich schon mal ein bisschen was vorgebaut und das hat auch soweit funktioniert. Mit kleinen Torbogen drin. So innen ist halt scheiße, wenn man schlecht irgendwie über diesen Torbogen rüberkommt. Da muss ich nochmal gucken, was ich da mache. Aber ansonsten funktioniert das, geht dann bis hier hinten und dann hat sich das dann auch erledigt. Die Folge sollte jetzt aber an der Stelle einfach zu Ende sein. Nur langsam wieder reinkommen. Ne? Vielleicht mal wieder ein bisschen kürzere Aufnahmesessions, dafür dann regelmäßigere Folgen. Schauen wir mal, ne? Das wird ja sowieso nicht funktionieren. Ich mache die jetzt erstmal fertig und wenn ihr das seht, habe ich es erfolgreich hochgeladen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö!